Willkommen beim Filmfest Bremen in Kooperation mit dem Indie Film Talk. Mein Name ist Christoph Dobitsch und wir sprechen heute über den Film Kälber mit zwei Köpfen. Und bei mir auf der Couch sitzen Benjamin Kramme, Jennifer Sabel und Andreas Hammer. Regie, Darsteller, alle zusammen haben das Drehbuch geschrieben. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. In euren Filmen findet eine Hochzeitsfeier statt, die komplett aus dem Ruder läuft, so weit, so angenehm. Und dann passiert plötzlich etwas, was den Zuschauer das Lachen im Halse stecken bleiben lässt. Wie genau ihr da hinkommt und wie ihr quasi Humor und Ernsthaftigkeit ausbalanciert habt, darüber werden wir sprechen. Aber wir fangen mal mit einer ganz technischen Frage an. Die erste Szene ist gleich ein Seltenheitswert. Strömender Regen. Sieht man nicht so oft in Kurzfilmen. Wie habt ihr es gemacht? Und was für eine Herausforderung war das für euch als Schauspieler, da einfach durch die Nässe zu tapsen? Benja hat es organisiert, deswegen fang du mal an. Also wir haben erst lange überlegt, was wir uns für eine Apparatur bauen können. Mit Regenschlauch, also man kann da im Internet ganz gut Sachen ergoogeln, wie man sich eine Regenmaschine selber bauen kann. Und da wir einfach so wenig Budget hatten, war das unser erster Plan. Dann haben wir aber festgestellt, dass uns das die schauspielerische Freiheit nimmt, weil es sollte eine Streitszene dann auch im Regen stattfinden. Mhm. Und wir wollten die Schauspieler nicht auf einen Quadratmeter einzwängen und sagen, ihr könnt jetzt nur da spielen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, bei der Freiwilligen Feuerwehr in dem Ort, in dem wir gedreht haben, anzurufen. Und haben mit denen dann erstmal eine große Probe gemacht. Die kamen dann mit 6 Löschfahrzeugen, weil sie gesagt haben, sie sind froh, dass sie mal ihre Fahrzeuge bewegen können. Und mit denen haben wir dann das geübt. Und die kamen dann zum ersten Drehtag und haben für uns quasi mit ihren Leiterwagen den Regen produziert. Und wie war das denn für euch? Also es waren von euch selbst geschrieben 2 Szenen in strömenden Regen geplant. Was macht das mit einem, wenn man sich da so die Seele aus dem Leib spielen muss? Im ersten Take hat es so heftig geregnet, dass es sich eher wie Wasserfall angefühlt hat und alles zog nach unten. Und wir waren klitschnass und es war auch ohrenbetäubender Lärm, weil diese Löschfahrzeuge so laut sind, dann nebenan stehen und brummen. Und trotzdem ist es natürlich total dankbar. Von Take zu Take wurde der Regen moderater und regenhafter und das so fühlen können, was so ein Regen einfach mit einem macht, das war ganz schön. Ja, ich kann gar nicht viel hinzufügen. Ich glaube, wir waren nach 3 Sekunden waren wir auch einfach, wie als wären wir in die Badewanne gesprungen oder so. Also es war so unfassbar viel Wasser, was da runtergekommen ist. Und genau. Spannend. Ja, genau. Wir mussten natürlich nachsynchronisieren. Wir hatten auch keine Mikros dabei, also es wäre alles kaputt gegangen. Ja. Aber das war schon eine aufregende Nummer. Genau. Schön. Ihr entscheidet euch ja stilistisch dafür, das Ganze eben themengerecht als Hochzeitsvideo zu inszenieren. Es braucht so eine kleine Szene, bis man merkt, dass wir eine zweite Ebene da haben. Wann war euch klar, dass es diesen Hochzeitsvideo-Look und auch die Hochzeitsvideo-Comedy haben soll? Und was für Möglichkeiten hat euch das gegeben? Also es war tatsächlich etwas, was schon im Schreibprozess geplant war. Also wir haben, als wir die Geschichte konzipiert haben, haben wir relativ schnell am Anfang gedacht, es wäre ja total cool, wenn man das einfach so, wenn man diese Ästhetik nutzt und wenn man sagt, so auf so Hochzeiten springt sowieso immer einer rum mit einer Kamera und das integriert und auch diesen Voyeurismus, von dem der Film ja auch ein bisschen handelt, über diesen Kameramann, also jemand, der eigentlich die schönen Momente dieser Hochzeit filmen soll, aber dann so abdriftet, weil er das Drama irgendwo spürt und dann den Leuten so auf die Pelle rückt und mit so einer Geilheit auf Sensation und auch auf emotionale Entblößung dann auf die Leute draufhält. Das erschien uns sehr reizvoll und das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, sehr aus der Hand Sachen zu machen und große Bögen, also große Plansequenzen zu machen. Es hat natürlich aber auch dafür gesorgt, dass wir sehr viel choreografieren mussten. Mhm. So, ne, dass man irgendwie weniger kaschieren konnte mit Schnitt, Gegenschnitt und solchen Sachen. So, es musste sehr einstudiert werden. Mhm. Wir können direkt thematisch mal da bleiben und in eure Richtung wieder gehen. Die langen Takes sind halt tatsächlich ein Markenzeichen auch des Films und es gibt so viele unglaublich absurde und groß angelegte Sequenzen, wo halt
ein großes Lied gesungen wird, wo die Zeremonie stattfindet und man hat das Gefühl, jeder Darstellerin und jeder Darsteller ist einfach comedymäßig total on point. Also die Reaktionen sitzen, der Witz ist, die Kamera reagiert drauf. Wie seid ihr an diese Langtakes rangegangen? Wie viel war wirklich minutiös eingeplant und wie viel war wirklich Aktion, Reaktion, Improvisation? Vielen Dank erstmal. Ja. Wir sind beide vom Theater und deswegen natürlich die großen Bögen gewohnt. Und ansonsten hat, glaube ich, unser Regisseur einfach gut mit uns gearbeitet und wir haben einfach einen tollen Cast gehabt. Ja, ich glaube, also man kann sagen, dass alle, die bei uns mit im Cast dabei waren, auch eine große Theateraffinität haben und deswegen das halt, wie du sagst, halt das ganz in Fleisch und Blut übergeht, dass man einfach durchgehend immer dabei ist. Und natürlich sind auch Sachen passiert, die wir so nicht geplant hatten bei den Sachen. Also es ist ein guter Mix, würde ich sagen, aus Sachen, die tatsächlich geplant waren und die dann so entstanden sind. Hast du ein Beispiel für eine der ungeplanten Sachen, die es vielleicht in dem Film geschafft hat? Ja. Ja, zum Beispiel die kaputte Säge. Ne? Die Säge, die zerbricht, das ist uns nur, also wir hatten nicht geplant, das alles in einem Take zu machen, aber das war dann einfach so. Wir haben das aufgenommen und am Ende ging die Säge kaputt. Und das ist natürlich für den Film hervorragend gewesen. Ich wollte noch sagen, wir haben ein bisschen im Schichtprinzip gearbeitet. Also wir haben immer gesagt, wir gehen vom Herzstück aus. Das heißt, wir haben am Anfang die ganze Plansequenz erstmal nur mit den Schauspielern geprobt, um jetzt nicht 40 Leute sofort am Set zu haben und haben dann, also nach dem, was wir uns vorher mit dem Kameramann ausgedacht hatten, wie die Choreografie sein könnte, haben wir es mit den Schauspielern überprüft und einstudiert und haben dann sozusagen als nächste Schicht die ganzen Komparsen dazugenommen, haben denen gesagt, was passiert in der Szene, haben es denen vorgespielt, haben die dazu sortiert, sodass man so ein bisschen eine Systematik hatte, wie man irgendwie sich dann so durchchoreografiert. Und dann haben wir es einfach etliche Male. Das ist ja natürlich, wenn du nicht Schuss gegen Schuss machen musst, sondern du brauchst wirklich nur die Plansequenz, dann hast du eben vielleicht auch die Freiheit, einen Take wirklich dann 20 Mal zu machen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Nicht ganz so fast. An manchen Stellen schon. Wir haben schon von manchen Szenen 20 Takes gemacht. Die Dialoge sind aber alle scripted. Also da war nicht viel improvisiert. Also eigentlich gar nicht. Reden wir doch dann mal ganz kurz über eine konkrete Szene. Also es gibt viele große Momente im Film. Ich greife mal einfach einen raus. Und zwar das Hochzeitslied. Also das ist ein besonderer Moment für dich, also für deine Figur, ist ein besonderer Moment für deine Figur. Es passiert eine ganz schöne Menge. Und auch wie lange die Szene ausgespielt wird, nachdem du den Raum verlässt, ist sehr prägnant. Habt ihr da so ein grobes Bauchgefühl, wie viele Takes ihr für die gebraucht habt und auch wie es für dich als Regisseur ist, dann plötzlich also, okay, hier sind so und so viele Takes, sind alle so ein bisschen unterschiedlich, hier ist da was gut, hier ist da was gut, wie der Auswahlprozess ist. Der Auswahlprozess war sehr leicht bei der Szene, aber ich weiß nicht, wie viele Takes es waren, 6 oder 7? Ja, 6 oder 7. 6 oder 7. Wir haben immer gedacht, ist es schöner, wenn ich es tief singe oder ist es schöner, wenn ich es hoch singe? Und wir haben nur das letzte Mal gemacht, dass ich es höher singe, so dass es nicht nur schön klingt, sondern auch ein bisschen wehtut, weil es für mich an einer Stelle ist, wo ich eigentlich eine Kopfstimme kippen könnte. Und dadurch ist der ausgewählte Take der, wo es ein bisschen hilflos, weil ein bisschen zu hoch ist. Mhm. Und da haben wir dann eigentlich schon beim Drehen gemerkt, okay, der war es jetzt, weil das brüchiger und verletzlicher wird. Okay. Wir haben aber, da passieren dann auch so Sachen, wir hatten einen Take zum Beispiel, wo Andy so fasziniert war von Jennys Gesang, dass er vergessen hat, dass er aufstehen und rausgehen soll. Nein, ich dachte, es war mir unfassbar peinlich beim Dreh, also, weil es war wirklich unfassbar peinlich. Wir hatten ausgemacht eine bestimmte Strophe, an der ich aufstehen soll und gehe. Und ich hatte sie irgendwie überhört und dachte dann, ich saß da und dachte, es kommt nicht, warum kommt es nicht? Und dann war das Lied vorbei und hinten rief nur Benjamin, jetzt ist das Lied vorbei. Das war so richtig, es war, ich bin im Boden versunken vor Scham. Das ist der Alternative Universe Cut, in dem plötzlich alles in eine ganz andere Richtung geht, weil du sitzen bleibst. Ja, genau. Ich möchte trotzdem noch mal ein Wort zur Segenszene verlieren. Wir hatten eben gerade im Vorgespräch gesagt, was ist eigentlich mit der Segenszene? Das ist so eine von denen, die plötzlich so oft geschnitten ist. Du hast mir erzählt, wie oft sie geschnitten ist. Wie oft ist sie geschnitten? Naja, das ist
interessant, dass man denkt, die Szene, also weil wir sonst immer so lange Plansequenzen haben, die sei sehr viel gecuttet und im Endeffekt sind es auch nur zwei Schnitte, die drin sind, ja. Ja, bin ich emotional komplett drauf reingefallen, auf diesen Schnittentzug. Und du hast ja aber auch eben geschrieben, die war immer so geplant, als du erzählt hast, dass die Säge gebrochen ist. Die war immer mit Schnitten geplant. Nein, wir haben gedacht, wir nehmen die ein paar Mal auf und gucken mal, was passiert. Wir haben natürlich die Pointe, dass die Säge hinten raus kaputt geht, konnten wir nicht antizipieren. Na klar. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen uns dann ein Stück da raus. Wir hatten am Ende dann eine, Andi war auch ein bisschen, kam hinterher zu mir und hat gesagt, spinnst du denn? Weil ich habe es einfach vier Minuten sägen lassen, weil es einfach so schön war. Sieben? Nee, 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 4,5 Minuten ungefähr. Das fühlte sich nach 12 Stunden an. Also die beiden haben 4,5 Minuten hart gearbeitet und wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, sie 4,5 Minuten reinzunehmen. Das wäre dann zu krass gewesen. Aber es war wirklich sehr unterhaltsam. Ich war sehr dafür, die komplett stehen zu lassen. Aber wir wollten dann unter 30 Minuten kommen mit dem Film. Und deswegen gingen die 4,5 Minuten Sägen nicht. Aber das hat nochmal eine ganz eigene Komik natürlich. Und also da muss man sagen, da hatten wir tatsächlich gar nichts geprobt in dieser Szene. Wir wussten, es gibt ja auch nicht wirklich, also es gibt ein paar gescriptete Texte von der Hochzeitsgesellschaft und der Rest, was da passiert, auch wie die Komparsen in der Szene, die haben ja da, finde ich, einen total großen Auftritt in dieser Szene. Es ist so eine tolle Massenszene und die Dynamiken, die da entstanden sind, sind halt einmalig entstanden. Und das ist, ich gucke die auch wahnsinnig gerne im Nachhinein, einfach auch, weil man so viele Leute sieht, die so toll reagieren da. Also es war unfassbar anstrengend. Also ich habe alles verflucht, weil dieser Baumstamm ist, glaube ich, das härteste Holz, was man kriegen konnte, haben sie da rausgesucht, mit einer wirklich richtig schlechten Säge. Es war eine wirklich richtig beschissene Säge, das wussten wir aber nicht. Und es war auch irgendwann auch nicht mehr, ich glaube, es war irgendwann nicht mehr gespielt, irgendwann die Wut und die Aggression. Das war natürlich ein bisschen das Ziel, ne? Also wir haben gesagt, der Sinn dieser Szene ist zwei Leute, also der Symbolismus ist, von diesem Hochzeitsbrauch ist das Hochzeitspaar beweist, dass sie Hindernisse gemeinsam überwinden können. Und wir haben natürlich gesagt, wenn so ein Paar zusammen gezwungen wird, was nicht zusammengehört, sind diese Hindernisse nicht zu überwinden. Und das hat uns natürlich dann total in die Karte gespielt, dass am Ende die Säge kaputt geht, dass genau das erzählt wird, quasi die mühen sich über ja trotzdem eine gefühlte Ewigkeit, auch wenn wir nicht 4 Minuten das genommen haben, ab diesen Baumstamm durchzusägen und am Ende zerbricht ihn die Säge. Ja. Und das ist eine Szene, die eben so gut wirkt, dass sie es ja halt sogar aufs Filmplakat von euch geschafft hat. Und ja, eine magische Säge, die 4 Minuten wie 7 wirken lässt und 2 Schnitte wie 12. Also scheint so was Großes auf der Spur zu sein. Reden wir doch mal inhaltlich und thematisch über euren Film. Ihr habt den zu dritt geschrieben. Fangen wir doch da vielleicht erstmal an. Wie habt ihr euch als Autorenteam gefunden und welche Idee stand am Anfang von Kälber mit 2 Köpfen? Ja, das sollte Andi einfach mal. Aha. Ja, es ist so eine bisschen absurde Geschichte. Es war während des Lockdowns, hatte eine Bekannte meiner Mutter, hatte ein Interview gesehen mit einer Schauspielerin, die gesagt hat, dass es der Branche gerade richtig schlecht geht und ganz viele nicht wissen, wie sie gerade ihre Miete bezahlen sollen. Und daraufhin hatte sie den Impuls, 1.000 Euro zu spenden. Und dann dachte sie, sie könnte das jetzt an irgendjemanden geben oder sie kannte halt irgendwie meine Mutter und mich hatte sie mal auf irgendeinem Showreel gesehen und dachte mir, ach ja, kenne ich jetzt irgendwie jemanden über Ecken, gebe ich dem doch 1.000 Euro. Jetzt war das Ding, dass ich gar nicht so notleidend war, weil ich am Theater war und über Kurzarbeitergeld abgesichert. Und dachte mir, mit euch beiden wollte ich eh schon mal was machen. Jenny und ich kennen uns vom Theater, wir haben 3 Jahre lang zusammen gespielt. Lasst es doch als Startfinanzierung nehmen für einen Film. Und dann habe ich angerufen, die beiden waren sofort dabei und dann haben wir gestartet. Ja, dann haben wir gebrainstormt, was für ein Thema es sein könnte. Und ja, erzähl. Andi ist schwul und ich hatte kurz vorher vom Thema Konversionstherapie gelesen. Ich habe gelesen, dass jetzt ein Gesetz verabschiedet wird, das war 2019, dass Konversionstherapie verboten wird. Und dann habe ich gedacht, wie kann 2019 in Deutschland Konversionstherapie verboten werden? Warum muss man das machen? Gibt es das überhaupt? Und habe
angefangen zu recherchieren und fand es irrsinnig spannend und absurd. Und trotzdem hätten wir als Heteropärchen nicht das Thema angefasst, weil wir finden, dass das Menschen erzählen sollen, die das ganz anders betrifft. Und als Andi mit uns einen Film machen wollte, da habe ich dann gedacht, ah, vielleicht ist dann die Chance, das doch zu bearbeiten, dieses Thema. Wenn ich da direkt mal nachfragen darf, das war was, was du quasi gelesen hast, ist da nicht eigentlich der erste Impuls, oh, das ist ja eine ganz, ganz schreckliche Sache, das ist ein dramatischer Stoff. Und das war auch unser Gefühl. Da haben wir dann unseren Experten gebraucht. Ja, also wir waren auch am Anfang beim Brainstormen, wie das sein könnte, hatten wir auch wirklich ganz düstere Entwürfe. Und ich erinnere mich an einen Zoom, den wir hatten, weil die beiden waren ja in Schwerin und ich in Leipzig, wo wir gemerkt haben, auch während des Lockdowns ist es alles so trist und eh schon so schlimm. Wir haben irgendwie keine Lust auf so ein schweres Thema, weil es einfach so eine, also es ist einfach so grässlich, was mit diesen Menschen passiert, die sowas erleben. Und dann hatten wir so einen spontanen Gedanken, ach, wollen wir nicht eine Komödie draus machen? Und irgendwie waren wir, und auf einmal ging es ganz schnell, dann war der Gedanke, ja, vielleicht könnte es an der Hochzeit spielen. Und dann ging es los und 2 Wochen später stand eigentlich das Drehbuch, kann man sagen. Und du hattest uns ja auch erzählt, dass du das von der Community schon mitbekommen hattest, dass manchmal bei so LGBTQ-Festivals so eine Stimmung ist von nicht noch ein tragisches Schwulendrama oder so. Ja. Und wir hätten uns wahrscheinlich nicht getraut, das als Komödie zu erzählen. Was dann interessanterweise dazu kam, das hatten wir am Anfang gar nicht antizipiert. Wir haben dann ein bisschen recherchiert darüber und umso mehr Aussagen und Interviews wir gesehen haben von Leuten, die tatsächlich Konversionstherapie machen, umso mehr wurde klar, dass das in seiner Absurdität eigentlich nach einer Komödie schreit, nach einer Satire. Weil da eben Sachen gesagt werden, wie dann im Film vorkommen, man muss irgendwie Oregano-Tabletten gegen akuten Sexualtrieb nehmen und wenn man die nicht hat, Homosexualtrieb, und wenn man die nicht hat, dann tut es wohl auch eine Pizza. Ja, und solche Dinge, da denkst du ja, das kann ja kein Mensch allen Ernstes sagen. Und wir haben uns auch große Sorgen gemacht, dass uns das im Film keiner glaubt. Aber wir haben es dann trotzdem gesagt, dass da war dieses komödiantische Potenzial schon voll angelegt. So. Und du hast ja eben schon gesagt, quasi ihr als heterosexuelles Pärchen hättet euch nicht herangetraut. Gab es denn häufig Momente, wo Andreas so ein bisschen so als Richter fungieren muss? Also, ja, Andreas, ich habe ja einen Witz, dass Schwule wie Kerle mit 2 Köpfen sind. Ist das witzig oder offensiv? Hier ist die und die Sache. Also sind da sozusagen eure humoristischen Einfälle? Absolut. Absolut. Also wir haben natürlich, und das betraf auch nicht nur Andi, sondern das haben wir noch 1-2 andere gelesen, die auch schwul sind. Und wir haben mit jemandem auch darüber gesprochen, der selber Erfahrungen mit Konversionstherapie gemacht hat. Also Andi hat das gemacht. Und haben natürlich ein bisschen abgeglichen, ob wir total daneben liegen mit dem, was wir uns da vorstellen oder nicht, klar. Genau, aber das waren dann weniger Witze, in denen wir uns vergriffen haben, als dass ja so eine bestimmte Perspektive oder an der Stelle wäre es schön, wenn sich der Protagonist da selbst ermächtigt oder so. Also es war schon ein reger Austausch darüber, wie kann man das erzählen und politisch korrekt sein und so. Und man kann einfach sagen, dass das, was wir so recherchiert haben, sich mit, also was man auch jetzt zugänglich für alle quasi an Dokumentationsmaterial dazu findet, sich tatsächlich zu fast 100% mit wirklich persönlichen Erlebnissen deckt, mit denen ich gesprochen habe, so, die mir das erzählt haben, die mit 18, 19 Jahren in so christlichen Gemeinden solche Therapien durchgemacht haben und da stellen sie sich einem echt die Nackenhaare. Also das ist an Grausamkeit kaum zu überbieten und der war gleichzeitig total dankbar darüber, als ich dem erzählt habe, wir wollen daraus eine Komödie machen, dass man dieses Eisen irgendwie anfasst und dem eine Plattform bietet. So. Hattet ihr dann quasi als Autorinnen-Team oft eine Diskussion, wann die Stimmung kippen muss, kann, darf? Also der endgültige Film, der funktioniert einfach so genial. Also man ist lange Zeit amüsiert, dann kommt diese Wendung, dann ist man sehr schockiert und man ist aber in diesem seltsamen Limbo, dass man noch ganz doll das Bedürfnis hat, irgendwie weiter zu lachen. Und der Film wirkt einen das auf eine richtig eindrucksvolle Art und Weise ab. Gab es da eine Art, ich nenne es mal Taktik, eure zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier einen dramatischen Punkt setzen und da, damit wir eben
diese dünne Linie zwischen, also damit die Leute nicht plötzlich komplett aufhören zu lachen und halt einen bitteren Film zu Ende gucken, aber damit wir auch nicht unser Thema veralbern. Also Timing-Fragen vielleicht, ja. Also es gab so unterschiedliche Elemente, ne? Es war so gedacht, dass natürlich der Anfang des Films, dass du lange erstmal dich auf einer Hochzeit bewegst und merkst, irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt nicht, aber nicht genau weißt, was es ist. Dann platzt die Bombe und danach ist dann dieses Gespräch mit dem Therapeuten, wo du einfach in dieser Situation bist, wo das, was da gesagt wird, so absurd und bitter ist, dass es dir so ein bisschen im Hals stecken bleibt. Danach wird dann aber wieder so getan, als wäre nichts passiert. Und dann ist da durchaus wieder Potenzial zum Lachen, allerdings schon mit einem anderen Unterton. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, da war uns ganz wichtig, das ist die Szene auf dem Dachboden in der Kirche. Die sollte genau. ganz pur sein, wo du plötzlich durch ein Fenster auf einen Menschen guckst, der etwas Schlimmes erlebt hat. So. Und das sollte eine Szene sein, die dem Ganzen auch die Glaubhaftigkeit gibt und sagt, zeigt so, das ist, auch wenn wir hier eine Komödie machen, ist es ein ernstes Thema. Und dann hinten raus sollte sich quasi dann ab dem Moment dieser Ernsthaftigkeit entsteht dieses bisschen Bollywood-artige Ende, wo du so, wo es ins Märchenhafte driftet. Mhm. Ne? Und dann am Ende sollte das Ganze irgendwie durch den Kontext eingeholt werden, wo gesagt wird, so, das ist übrigens, was ihr gerade gesehen habt, ist keine Spinnerei, ja. sondern weil das war ja was uns von Anfang an begegnet ist. Wir haben gesagt, wir machen einen Film über Konversionstherapie und die Leute haben gesagt, über was macht ihr einen Film? Also kaum einer wusste, was das eigentlich ist, außerhalb der schwulen Community. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir müssen natürlich hinten an den Film auch was ranstellen, was den Leuten sagt, das haben wir uns jetzt nicht gerade ausgedacht, weil wir irgendwie witzig sein wollten, sondern das ist die Realität. Ja. Und das ist ja auch, ja, gerne. Noch eins hinzufügen, dass es trotz allem ein Bedürfnis gab, den Film jetzt bis auf diese End, also diese Tafel, die wir am Ende einblenden, wie einen Hoffnungsschimmer zu geben. Weil das ist das, was ich in den Gesprächen halt auch so rausgefunden habe. Es gibt diese Aussteiger, logischerweise, und es gibt auch ein Leben danach, auch ein selbstbestimmtes. Also man kann da rauskommen aus diesen Communities. Das ist mitunter auch nicht leicht und auch nicht ohne, natürlich auch nicht ohne Verletzungen und ohne Narben, aber das ist möglich. Und trotzdem, deswegen ist es, also bei uns sind es in 30 Minuten oder 29, wo wir das versuchen zu erzählen, da geht es natürlich nicht. Also man schafft es nicht, in so kurzer Zeit das zu machen. Deswegen ist auch diese Überhöhung am Ende so, sagen wir mal, auf 300% hochgezogen, um das irgendwie zu zeigen. Und gleichzeitig war es wichtig, eben wieder zurückzugehen zur Realität. Genau, das funktioniert eben ja auch als One-Two-Punch wirklich ideal. Also ihr habt diese Szene, die verrückter ist als was wir vorher gesehen haben, mit einer Kussorgie quer durch alle Geschlechter und ein Einhorn und sogar den Laugh-Track, den er einspielt. Und dann direkt Cut to Black und der Text, den ihr eben schon angesprochen habt, also von nichts davon ist erfunden. Sowas gibt es wirklich. Lass uns doch noch mal einen Satz bitte über die Dachbodenszene verlieren, weil du das eben angesprochen hast. Weil auch das finde ich total interessant. Das ist eine von einer Handvoll Szenen, wo wir wirklich unglaublich starkes dramatisches Potenzial haben, wo es fast keinen Comedy-Beat gibt, sondern da seid ihr... Einen. Genau, wie ich vorhin gesagt habe, da seid ihr ehrlich, da seid ihr intim, also da hat man das Gefühl, ist es wahrscheinlich die seriöseste Stelle des ganzen Films. Und trotzdem entscheidest du, / ihr euch dafür, das auf den Lacher zu enden. Also nach dieser Aussprache gibt es plötzlich den Blick in die Kamera und es ist immer noch das Hochzeitsvideo. Okay, dann sind es zwei. Oh, okay. Dann habe ich das soweit, genau. Also Jenny hat es gibt einen komödiantischen Beat, wenn er sagt, mir tut's auch leid und Jenny sagt, das Schlimmste war der Baumstamm. Das ist am Anfang natürlich so ein kleiner lakonischer Einwurf, der zeigen soll, dass die Braut eigentlich irgendwie die Kapazität in sich trägt, mit dem Problem ganz cool umzugehen. Und das stimmt. Und dann gibt es natürlich die Entwendung. Genau. Und warum habt ihr euch entschlossen, die quasi mitzunehmen nach gerade dieser Szene? Und auch, du hast das Mikrofon gerade. Wie war das denn für dich, quasi genau diesen Twist zu machen? Also nach der sehr emotionalen Pärchenszene zu wissen, ah ja, und gleich kommt der Moment, wo ich wieder sehr witzig sein muss.
Ich nehme mir da nicht vor, sehr witzig zu sein, sondern ich bin einfach sehr böse darüber, dass dieser spannende Hochzeitsfilmer sich schon wieder einmischt. Und so kamen wir auch drauf, eigentlich über die Psychologie des Kameramannes, der nicht mal davor Halt macht, in diesem intimen Moment ranzuzoomen. Und die Ermächtigung. Genau, und dann kommt die Ermächtigung. Also, dass einerseits meine Figur das bemerkt und den zurechtweist und sagt so, jetzt reicht's, bis hierher geht der Film und nicht weiter, weil das geht gar nicht, dass du jetzt in diesem intimen Moment spannerst. Und dann danach kommt die Szene, in der die Johannes-Figur sagt, und das sollst du jetzt filmen. Ab jetzt wünsche ich mir, dass du filmst, weil jetzt kommt unser Happy End und ich ermächtige mich. Und ja. Ich glaube, das war auch eine der, also der Twists, wo wir am längsten diskutiert haben. Wie macht man das, wie früh setzt man das? Weil bei uns war irgendwie so das Bedürfnis, eigentlich ist das in der Logik dessen, was da passiert und wie wir das filmen, ist es fast zu krass, dass das jemand, also dass jemand wirklich die Chuzpe besitzt, das zu filmen, das da passiert. Und es war eigentlich das Bedürfnis dahinter, es zu schaffen, da diesen Moment so unvoyeuristisch wie möglich zu erzählen, was in dieser Logik gar nicht geht. So. Und so kam es auf den Gedanken, dass auch dann der Rest dieser Szene dann plötzlich quasi man nur noch das Fenster von oben halt irgendwie so ein Niemandsland am Ende sieht. So eine abgefuckte Dachstuhl von der Kirche halt so. Eine genau. Abgelegte Kamera. Genau. Meine letzte Frage, was diesen Film angeht, ist tatsächlich, ob und wie kirchliche Gemeinden involviert waren. Ihr stellt eine Hochzeit nach, ihr habt eine Kirche, ihr habt einen Gemeindesaal, ihr habt auch große Requisiten wie ein gigantisches Kreuz. Ich habe im Abspann auf Anhieb keinen Dank an irgendwelche Kirchen gesehen, Fragezeichen. Doch, den gibt es. Also wir hatten das Glück, dass die Kirchgemeinde in Lage, Rostock-Lage, wir bekamen das vermittelt über einen Musiker, einen Filmmusiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der dort in der Nähe eine Kulturkirche ausbaut, wo sie so Kulturveranstaltungen machen. Und der hatte Zugang zu unterschiedlichen Gemeinden, die alle mit dieser Kulturkirche auch zusammenhingen. Und wir haben dann eine Location-Scouting-Fahrt gemacht und haben uns mehrere Kirchen angeguckt in diesem Kreis und fanden dann dieses Ensemble, was für uns optimal war, weil da gab es nicht nur die Kirche, sondern es gab dieses Gemeindehaus und diesen Gemeindegarten und ein sehr, sehr sehr, sehr zugängliches Pfarrersehepaar, die von Anfang an sehr offen waren, die das Thema auch gut fanden und die uns da alles zur Verfügung gestellt haben. Also wir durften in der Kirche und im Gemeindesaal, wir haben eine kleine Miete bezahlt, aber wirklich ganz wenig und durften auch noch das Jugendgemeindehaus verwenden, um da irgendwie unsere Maske aufzubauen und so weiter. Und die sind in den Urlaub gefahren und haben uns quasi die Schlüssel in die Hand gedrückt. Es gab eine Frau von der Gemeinde, die immer mal nach dem Rechten geguckt hat. Aber ansonsten konnten wir uns da sehr entspannt austoben und haben da sehr viel Unterstützung erfahren. Wir haben aber auch im Vorfeld, als wir zum Beispiel den Trailer, also für die Crowdfunding-Kampagne gedreht haben, schon mit einer Kirchgemeinde in Schwerin zusammengearbeitet. Also wir haben mehrfach, weil natürlich dieser Film jetzt auch ein bisschen kirchliche Gemeinde kritisch beleuchtet, also wir haben mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es eben auch genau die gegenteiligen Beispiele gibt. Und auch mein Vater, der selber Pfarrer ist, hat mitgespielt als Pfarrer. Also der Pfarrer, der da auftaucht, der war ein bisschen präsenter noch, also es wurde ein bisschen was rausgeschnitten, hat, als ich ihm von der Idee erzählt habe, hat er gesagt, schick mir das Drehbuch, ich guck mal, muss mir das angucken, ob ich das Gefühl habe, ihr macht euch lustig über Kirche, dann würde ich es nicht machen. Das Gefühl hatte er aber nicht. Und er hat uns auch immer erzählt, dass es also in diesen Gemeinden auch selten, sage ich mal, homogen, homophobe Strömungen gibt, aber eben, dass es oft immer wieder auch in seinen Gemeinden diese Gedanken gibt. Häufig allerdings gar nicht von den Pfarrern, sondern von sehr, sehr strengen Gemeindemitgliedern. Mhm. Also genau, wir hatten viel Unterstützung aus kirchlichen Kreisen. Wir haben ja auch im Drehbuch schon so ein bisschen vorgearbeitet, dass man Lust hat, uns zu unterstützen, indem nämlich der Pfarrer bei uns durchaus
auch mit Unverständnis reagiert, ja, in dem Moment, in dem er erfährt von der Konversionstherapie. Das stimmt allerdings. Genau, und dann würde ich gerne mit euch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, und zwar natürlich in das nächste Projekt, aber erstmal auch in dieses Projekt. Ihr seid mit dem Film natürlich auf Filmfestivals, aber habt ihr bei diesem Thema auch die Idee, das zum Beispiel an bestimmte Kirchengemeinden zu geben, das an bestimmte Institutionen, die sich eben mit Konversionstherapie auseinandersetzen? Also wird es spezielle Screenings dem Thema entsprechend geben? Ja, wir sind gerade so ein bisschen dran, das zu eruieren und auch zu planen. Wir haben jetzt gerade fix gemacht, dass wir beim CSD auch laufen werden in Sachsen-Anhalt, in Dessau. Dort ist jetzt im Mai dann, glaube ich, dass hier in Deutschland das nächste Screening von dem Film. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es weitergehen wird. Es überschlagen sich gerade so ein bisschen die Ereignisse gerade, deswegen versuchen wir es so Step by Step zu machen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Plan, weiterzugehen und zu gucken, wo man den Film natürlich noch zeigen kann. Mhm. Genau. Super. Und die nächste Frage dann eben für eure gemeinsame Zukunft. Vielleicht gibt ja noch mal jemand 1.000 Euro, vielleicht aber auch nicht. Gibt es ein weiteres gemeinsames Projekt für euch, was in den Startlöchern stünde, oder kommt erstmal was ganz anderes? Also Jenny und ich arbeiten ja häufig zusammen. Also es ist jetzt nicht in der Dreierkonstellation, das ist der erste Film. Und in der Zweierkonstellation der fünfte. Und wir haben jetzt erstmal, haben wir in der Dreierkonstellation erstmal zunächst kein neues Projekt geplant. Mhm. Kann aber passieren. Andi ist jetzt auch freischaffend demnächst. Und oh, wer weiß, was kommt. Und Jenny und ich arbeiten uns jetzt gerade so ein bisschen darauf hin, dass wir unseren ersten Langfilm machen können. Genau, das ist so das Nächste, was so ansteht. Habt ihr schon ein Thema im Orbit? Also ja, wir haben ein Drehbuch geschrieben und sind jetzt gerade so ein bisschen in der Finanzierungsphase. Mhm. Und genau, und das braucht so seine Zeit, erfahrungsgemäß. Und wir versuchen uns da so Schrittchen für Schrittchen vorwärts zu kämpfen. Super. Genau. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euer jetziger Film nicht nur Erfolg für sich hat, sondern auch eine gute Visitenkarte für deine Freiberuflichkeit und euer Langfilmprojekt sein wird. Und für heute danke ich euch erstmal, dass ihr euren Film mitgebracht habt, und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wir danken dir. Es war ein sehr wertschätzendes und schönes Gespräch mit dir. Genau. Das kann ich nur unterstreichen. Und so top vorbereitet, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Vielen Dank. Die Kirche im Abstand habe ich überlesen, ansonsten habe ich mir Mühe gegeben. Ne, wirklich fantastisch. Vielen Dank. Und falls ihr den Film Kälber mit zwei Köpfen sehen möchtet, dann könnt ihr das auf dem Filmfest Bremen tun, und zwar in der Kategorie Humor und Satire und beim Streamen bis zum 1. Mai.